Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Richtig Train Fever. In der letzten Folge haben wir beschlossen, hier diesen Streckenabschnitt ausbauen zu wollen. Blöderweise müsste das Begegnungsgleis im Tunnel stattfinden. Denn für einen komplett zweigleisigen Ausbau fehlt uns ohnehin das Geld. Und ihr seht so, von der Verteilung her ist die Begegnungsstelle so ungefähr hier, ne? Und da würde ich sagen, wir machen komplett den Tunnel gleich zweigleisig. Zunächst aber müssen wir schauen, ob wir uns das überhaupt leisten können. Dazu müssen wir zwei Sachen prüfen. Zum einen hier Fahrgastaufkommen. Ja, okay. Dann schauen wir kurz hier, ob sich das ein bisschen verbessert hat. Wir hatten ja hier weitere Fahrzeuge gekauft. Aber wir haben immer noch zu wenig Produktfahrzeuge für das Holz. Und auch noch die normalen Baumstämme, die haben auch noch ein Problem irgendwie. Und wir haben die Borsig. Das heißt, wir können dann auch da entsprechend nochmal schauen, ob vielleicht nur der Austausch der Lok was bringen würde. Warum ist eigentlich das Menü immer an hier? So. Ich gucke gerade hier, wenn jetzt die ganzen Wagen hintereinander kommen. Das wollen wir so ein bisschen im Auge behalten hier. Dank der Performance-Updates. Das ist ja auch alles nicht mehr so das Problem. So, wir gucken mal, was die Borsig mehr kann als die aktuelle Baldwin. Die Baldwin müssen wir uns merken, 70 kW und 25 Knoten. Naja, aber die Borsig ist halt eine Billig-Lok, dagegen die hier. Also The General wäre schon eine feine Sache. So, und was wir auch im Auge behalten müssen, ist das hier, und da fehlen nämlich schon wieder Fahrwagen. Die Frage ist aber jetzt auch, ob das sich also auch gelohnt hat. Wir haben ja in der letzten Folge ordentlich investiert und das ist spannend. Wir werden jetzt also schauen, hat es sich gelohnt, in die ganzen Fahrzeuge zu investieren? Und wir stellen fest, jawohl. Und sogar diese Strecke hier fährt gleich einen Gewinn. Das heißt, mit ein bisschen Glück, wir müssen jetzt noch so ein bisschen gucken hier. Vielleicht noch ein paar mehr Wagen kaufen auf den Strecken, wo es knapp ist. Auf jeden Fall Bäume, Stauffenberg und so, das scheint ja kein Problem zu sein. Die Öllinie, da müssten wir auch nochmal ein, zwei Fahrzeuge holen. So, dann nehmen wir also hier Öl. Nein, Produkt ist das, also Güter. Und weisen Sie der Linie Produkt Öl zu. Ja, so kann man sich gesund kurieren. So, Holz Ilzhof müssen wir auch nochmal ein bisschen nachlegen. Weil das ist ja alles Geld, was wir kriegen, ne? Also warum nicht? Bares Geld, was uns hier durchgeht. So, Güter. Und Bäume brauchen wir auch schon wieder. Na gut. So, das war Bäume Stauffenberg. So, und damit haben wir jetzt so ungefähr... Oh, nichts wartend. Na gut. Da haben wir dann halt ein, zwei Leerfahrten. So, wir wollten gucken, dass wir hier die Umgehung bauen. Guckt euch mal hier an, Bäume Stauffenberg. Ja, und gucken, dass wir die Umgehung bauen können hier. Und zwar brauchen wir da erstmal einen zweigleisigen Tunnel.
So, dann meckert er wieder mit der Geländeterrain-Kollidierung. So, jetzt hat er daraus einen schönen Doppeltunnel gemacht. Das können wir hier auch wählen, ne? Also so würde es funktionieren. Kostet uns 400.000. Wäre aber... Ja, und dann kommt dazu noch der Zug. Eieieiei. Das wird auf jeden Fall sportlich, die ganze Geschichte. Aber das Problem ist halt, dass die Strecke... Ja, die Strecke ist es noch gar nicht mal. Das Problem sind natürlich, wenn wir uns die Finanzen angucken, auch die immensen Betriebskosten, die wir haben. Wir haben ja, wenn wir mal gucken hier, Einnahmen auf der Straße, 489.000 Eisenbahn ist ein Witz, das geht gar nicht. So, und dann haben wir hier Gebäudeerhalt bei der Eisenbahn. Und das ist eben das Problem. Also die laufenden Kosten, die fressen uns hier auf. Das heißt, wir müssen diese Investition tätigen, dass diese Linie profitabel wird. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal in die Kredittasche zu greifen. So. Und dann den Tunnel schon mal zweigleisig zu machen. Und das sieht mir ungefähr mittig aus. Hier müssen wir vielleicht noch ein bisschen raus. Gut, das kostet ja auch nichts. Gehen wir hier raus. Und hier raus. Dann brauchen wir noch Signale. Ist natürlich blöd, dass der Zug dann hier in einem Tunnel stehen bleibt. Ja, und dann brauchen wir einen zweiten Zug. So, das Problem ist jetzt, überlege ich gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel den General kaufen, dann haben wir einen schönen Vergleich, was das ausmacht. So, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir einen schönen Vergleich, was das ausmacht. Von der Geschwindigkeit der Züge her. Vor allem, wenn der Berg hochfährt. Berg, ne? Sauerländer. Wir könnten schon wieder Bäume hier. Hallo? Was ist denn da los? Wir sind baumreich. Ja, und der zieht mit 4 Wagen hier locker auf Höchstgeschwindigkeit. Vor allem, wenn es jetzt auch bergab geht. Und der Takt ist jetzt auf 9 Minuten, naja, immerhin. So, da wartet der Kollege. So, und das ist nämlich das Problem, der muss jetzt hier anfahren am Hang auch noch. Oh, Gottes Willen. Also ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass es Sinn machen würde, den einen Zug jetzt noch zu tauschen. Die Frage ist jetzt die spannende. Warten da jetzt gleich mehr Leute im Bahnhof? Wenn sich die Taktzeit halt rumgesprochen hat, dass wir hier ein bisschen besser sind. So, 8 Leute steigen aus. Oh, nee, nur 6, okay. Und 3 steigen ein. Oh, oh.
So, jetzt kommt der Spannmoment. Wie viel schneller ist dieser jener welcher? Also, der fährt hier zumindest schon mal, obwohl es bergan geht, 40. Das ist schon mal nicht schlecht. Es kann sogar sein, dass der so langsam ist, dass er jedes Mal warten muss. Dann müssen wir den anderen Zug auch austauschen. So, jetzt kommen die steilen Strählen hier. Ah, da muss er doch so ein bisschen kämpfen, aber 40 immerhin. Aber auch nur 3 Fahrgäste, könnte man jetzt sagen. Jetzt rein in den Tunnel. So, wenn das geklappt hat, ist der eine Zug jetzt schon uns vorbei. Tja, und es sieht gut aus, denn wir haben hier freie Fahrt. Ah, hier muss er nochmal kämpfen. Aber so richtig. Ja, dann hoffe ich, dass ich das jetzt... Ah. Nicht wirklich. Oh wei, oh wei, oh wei. Also das macht dich noch nicht so viel bemerkbar in den Zuschauerzahlen, wollte ich gerade sagen. Wo ist der andere denn? Wie viel hat der denn dabei? Auch nur 3, ja. Das ist, wir haben ein Problem. Oh, wacker. Was können wir jetzt noch machen, um es zu optimieren? Wir können, versuchen, das mit dem ÖPNV aufzufangen. Ach, das ist natürlich ein Witz jetzt, ne? Heieieiei. Hat der denn irgendwie schon jetzt so hohe Wartungskosten oder schlägt sich das auch da rein? Gucken wir mal. Ja. 216 plus 21%. Na, ah, jetzt muss der hier aber gleich vielleicht warten. Wir schauen mal. Hier wäre diejenige Stelle welche. Das könnte ganz knapp werden. Und wir müssen noch mehr Bäume abtransportieren. Nö, sieht gut aus. Ja gut, dann müssen wir hoffen, dass sich das jetzt rumspricht, dass wir ein besseres Angebot hier haben. Noch sieht es nicht danach aus. Ich meine schon mal 5, schon mal verdoppelt. Hier fahren 6 mit. Ja, und hier können wir auch theoretisch... das dadurch optimieren, dass wir einfach eine Straße rüberbauen und die halt schneller dahin kommen. Aber da wir ja gleich eh wahrscheinlich alle Fahrzeuge austauschen müssen, das wird uns ja auch nicht erspart bleiben. Ja, aber das wirkt sich, wie gesagt, das wirkt sich noch nicht wirklich auf die Fahrgastzahlen aus. Warte, jetzt? Ach, der ist immer noch unterwegs. Puh, das ist aber echt... Ja, aber jetzt langsam doch, jetzt kommt's. Hätte mich auch gewundert, wenn das nichts bringt. Ja, letztlich aber, unsere gewinnbringenden Dinger sind hier immer noch die... Ja, die Straßengeschichten. Da müssen wir schauen, dass wir dann gleich ein bisschen mehr Geld dafür bekommen, wenn das mit den Zügen hinhaut. Und wir müssen eventuell gucken, ob wir diesen Zug nicht ersetzen. Das ist echt... a little bit problematic. Immerhin jetzt von 8 auf 16. Sehr gut. Der hier... 4 auf
4, wenn er unten ist. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Ja, also liebe Leute, soviel zu dieser Folge von Terrain Fever. In der nächsten Folge müssen wir leider noch mal ein bisschen mehr Kredit aufnehmen. Und dann würde ich sagen, schließen wir in der nächsten Folge einen Regionalbahnhof an. Und zwar machen wir das dann wie folgt. Wir nehmen den Zug runter und lassen den dann Zug, das, den behalten wir, also den verkaufen wir nicht. Den lassen wir nach Helmbrecht fahren und kaufen einen neuen Zug nochmal hier für die Strecke. Weil das scheint ja ungefähr, also die schwere Lok hier scheint das hinzubekommen. Dann haben wir zwei gleiche Loks immer. Das alles und mehr in der nächsten Folge. Also bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.